So, hier sind wir wieder in unserer German Finaltour Interview Lounge und bei mir ist der Tore. Tore, wie ist das Match aus deiner Sicht gelaufen? Also ich habe es gut beobachten können beim Livestream, beim Kommentieren und aus deiner Sicht, wenn man so mittendrin steht, wenn man direkt am Center Court ist? Ja, also erst einmal möchte ich mich bedanken, mit dir sprechen zu dürfen. Und am Anfang war ich ziemlich nervös, weil ich das erste Mal hier auf dem TV-Tisch bei der Kulisse natürlich ist absolut top. War ich am Anfang echt nervös, bis ich erstmal reinkommen bin. Das hat gedauert. Aber ich glaube, wie du gesehen hast, nach der zweiten oder dritten Partie ist es dann ganz gut gelaufen. Ja, also mir ist der Kampfgeist aufgefallen. Du hast da wirklich dich voll reingehängt bei jedem Stoß, ja, und hast auch wirklich souverän die Führung genommen. Und dann gab es ein überraschendes Comeback hier vom Ratterpol. Ja, wie gesagt, ich habe am Anfang alles weggeschossen gehabt. Und hat mich auch total wohl gefühlt. Und dann hat er ein Safe, glaube ich, wo dann die Wendung gebracht hat. Und auf immer hat er, glaube ich, angefangen zu lochen. Also wo ich eigentlich gedacht hatte, okay, das eine schaffst du noch runter. Dann natürlich noch, glaube ich, minimaler Safe-Fehler oder so von mir. War jetzt gar nicht so viel. Aber wie gesagt, er hat saugut gespielt, gar keine Frage. Aber ich hoffe, dass ich am Ende die Nerven für mich behalten konnte. Ja, am Ende, das 4-4 war schon spannend. Ja, da hat er auch nochmal diesen Kombi auf die 6 verschossen. Und dann hast du, oh, ganz knapp war das, wie du noch an der 9 vorbeigekommen bist, nicht wahr? Da hast du auch kurz überlegt, diese Gefahr hast du gesehen. Ja, ich habe überlegt gehabt, ob ich mich echt auf einen Millimeter, wie du natürlich auch sicher selber weißt, muss ich natürlich einen leichten Bodenstoß machen und dann natürlich auch wieder die Stellung natürlich im Fokus haben. Und es hat echt wunderbar geklappt. War ziemlich knapp, aber hat funktioniert. Ja, genau, so soll es sein. Gut, dann wünsche ich erstmal bevor ich für den weiteren Turnierverlauf noch alles Gute wünsche, noch ein paar Worte. Wie ist denn die German Tour aus deiner Sicht bisher gelaufen? Wie hast du deinen Weg hierher geschafft? Welches war dein Highlight in dieser Saison? Also mein Highlight jetzt in der German Tour waren einmal, glaube ich, die Stuttgarter Open, wo du auch da warst. Und natürlich hier, also die Location und das Lokal und was der Bernd Schmotz hier aufbaut, ist natürlich alle Ehren wert. Also ich weiß nicht, ob man das bezahlen könnte oder müsste, aber das ist Wahnsinn, kann man nur sagen. Also. Okay, vielen Dank. Das gebe ich auch direkt weiter an den Bernd und an alle Beteiligten. Und ja, wir hoffen dann, weitere neue, schöne Partien zu sehen. Heute Abend gibt es ja noch einiges zu sehen. Das Eintreffen der Superstars, auch für dich. Viel Glück weiterhin in deinen Matches. Und ich gebe dann zurück und wir hören und sehen uns in dem nächsten Livestream-Match. Okay.